Heute fängt das Video so an. Also, seid gespannt auf eine Pilztour der Extraklasse. Wirklich tolle, seltene Funde vom Mohrenkopf bis zu anderen, wie zum Beispiel eben hier dem pechschwarzen Milchling. Alles dabei. Ich kann die Arten schon gar nicht mehr zählen. Ein Dutzend ist es locker, wenn nicht mehr. Ein bunter Pilzkorb, ein toller Tag. Und begleitet uns auf in den Wald. Da hinten, Schwarzwald. Und hier wieder eine Traummarone. Schaut euch das an. Guck mal, die sieht noch durchaus recht passabel aus. Voll ausgewachsen, aber eben hier noch gut. Und die darf mit. Herrlich, oder? Endlich hier. Die Pilzsaison im vollen Gange. Also ich habe gerade den Auftrag gekriegt, nur junge, knackige Pilze. Nicht? Und ja, nichtsdestotrotz, aber das ist meine Marone, voll ausgewachsen. Ich zeige die mal. Die bleibt hier natürlich stehen. Man sieht hier herrlich dieses bereits richtig große Futter, was runterhängt. Ein Riesenapparat, größer wie meine Hand, bestimmt 20 cm im Durchmesser, 10 cm hoch. Die Maronen im Wald. Ja, und schaut mal, also eine schöne Bank im Schwarzwald mit schönen Zapfen. Herrlich. Ich finde die super, ich nehme die gern mit nach Hause und lasse die dann trocknen, dann riecht das schön. Aber heute brauchen wir den Platz im Pilzkorb, wir haben kaum angefangen und ihr seht, es geht gut los. Ja, und da brauchen wir gar nicht weit gehen. Das ist jetzt diese Maronengröße, die ich jetzt sammle. Ne? Also in dieser Größe. Die sind auch madenfrei, die sind perfekt. Die kann man auch noch sauer einlegen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Schaut da vielleicht mal unsere Pilzrezepte. Und die großen, die ohnehin madig sind, die sollen hier bleiben und die Art vermehren. Und wir nehmen die kleinen hier. Nicht? Also wieder eine wunderschöne Marone. Und hier nochmal eine Marone, richtig groß, aber man sieht noch gebogen vom Rand. Die ist fest und sowas kann man dann auch mal rausmachen in dieser Größe. Ja, also der ist natürlich noch richtig gut. Ja, im Lehrjahr Badejahr hier, nicht? In Bestform. Also Maronen, herrlich. Wunderschön. Und da sieht man auch gleich den blauen Futterabdruck hier, wenn man die berührt. Und Pilzfrau lässt sich nicht lumpen, nicht? Dieselben. Also hier Marons im Wald und zwar ordentlich. Weißt du es? Schön fürs Rehrling. Richtig. Und der Bursche kann einen ganz schön foppen, also schauen wir uns mal an. Da ist hier oben so ein bisschen, oh, da hat wahrscheinlich mal Jana drauf getreten. Aber hier kann man das sehen, der ist hier so richtig schön, ja, so samtig, fast grau. Und hier unten drunter, ich möchte nicht kaputt machen, deswegen ein roter Stiel. Ihr seht jetzt mehr wie ich. Und wenn man den ein bisschen biegt, sollte man so ein gelbes Futter sehen. Ja, man kann das hier erahnen. Wir lassen den Burschen hier in Ruhe, denn der soll hier unter diesem alten Baum weiter natürlich sich verbreiten. Die sind alle wichtig, die Pilze. Das ist natürlich ein giftiger Pilz, einer der giftigen Röhrlinge. Und der Schönfußröhrling heute. Wunderschön. Der Mensch lebt nicht vom Pilz allein. Ab und zu muss es auch mal ein warmer Tee und eine Suppe sein. Also Maronen, also da muss man wirklich sagen, hier Massenauftreten von Maronen im Wald. Also man kann hier wirklich einen Schritt nach dem anderen hier eine Marone finden. Das ist überhaupt kein Problem, ist alles voll. Richtig schöne, große Brummer. Also Maronen im Schwarzwald, die haben gerade Saison ab etwa 800 Meter Höhe und zwar ordentlich. Schaut euch das an, wie die sich unter den Wurzeln vordrücken. Also hier gibt es wirklich eine Marone. Und Maronen im richtigen Massenauftreten. Also hier die kleinen sind richtig gut und schön wie die hier. Und die großen, die sind schon sehr madig, aber die kleinen hier sind fantastisch. Und die nehmen wir mit. So, und Pilzfrau hat garantiert auch schon welche entdeckt. Vier im Angebot. Also, oh ja, die großen lassen wir. Ach, schaut euch das an. Schaut mal, also bei diesen großen Brummern hier, da müsste man schon überlegen, die sind knackig, die könnte man noch, aber der ist nichts mehr hier vom Hut. Die lassen wir da. Der hier, der ist auch schon recht groß, den lassen wir auch. Da oben, schaut mal, da ist der nächste. Also hier ist einer am anderen. Ja. Den könnte man noch überlegen, ob er der vielleicht noch was ist. Da war noch einer. Also hier stehen fünf Maronen auf einem Fleck. Also, und das geht hier überall so. Also wer Maronen mag, nicht, der sollte losgehen. Es maront im Schwarzwald. Und jetzt Pilzfrau auf der Pilzpirsch. Ob sie ihn schon gesehen hat? Jetzt hat sie ihn gesehen.
Die sind im Bestzustand, also diese kleinen Maronen sind richtig gut. Die großen sind schon recht madig, aber es sind so viele. Also allein auf dem Fleck hier von dem Fußballfeld könnte man 2, 3 Körbe sammeln, wenn man wollte. Und schaut euch das an. Ja, eine Schönheit natürlich, meine Frau. Und jetzt kommt er an den Korb. Interessant sind natürlich hier auch die Burschen. Das sind natürlich wieder Mähräslinge. Und da ist es gut möglich, dass man hier auch irgendwann den ersten Fichtensteinpilz entdeckt. Es ist ja relativ kalt, also etwa im Moment, der ist nicht grün, ne? Der ist durch farblich etwas verfärbt, der riecht bisher her mehlig. Der ist auch nicht allein, hier oben sind die nächsten. Also, ich gucke mich mal hier um, vielleicht tauchen die Fichtensteinpilze auch schon auf. Ein wunderschöner Fichtenwald hier im Hochschwarzwald und das ist wirklich momentan hier die Zeit, Pilze sammeln zu gehen. Ich bin echt beeindruckt. Der Wald steht hier so Pilze. Ich könnte eigentlich gar nicht mehr wirklich laufen, wenn ich alle filmen wollte. Ja, also Grünlinge sind hier da, hier sind Perlpilze da. Hu ist Hu, alle Täublinge sind da. Wir sehen hier wieder die nächste recht große Marone. Ich muss gar nicht weit schauen, da oben ist die nächste. Also die stehen hier im Metertakt. Also wirklich das Massenauftreten von Maronen hier, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich selten, dass man das mal so sehen kann. Also hier sind hunderte Maronen, die ist mir schon zu groß, die könnte man natürlich noch essen, aber wenn man so die Wahl hat, nicht? Hier gesäte Tintlinge, also hier ist alles voll mit Pilzen. Wunderschön, es macht mal wieder so richtig Spaß, diese leuchtenden Pilze im Wald zu sehen. So, und hier natürlich ein anderer Röhrling. Man sieht schon an den hellen Farben, dass das natürlich jetzt nichts ist zum Essen. Und ich versuche den ein bisschen zu biegen. Ich lasse den hier stehen. Roter Stiel. Man würde unten drunter die gelben Röhren sehen. Jawohl. Ist ein Schönfußröhrling. Natürlich ein giftiger Röhrling. Der ist nicht wirklich tödlich giftig, aber ordentliche Magen-Darm-Beschwerden würde er verursachen. Schmeckt zudem extrem bitter, nicht? Und ist natürlich jetzt nicht lecker im Essen. Bleibt hier, aber in Höhenlagen, so ab 500-600 Metern, im Moment extrem häufig, die Schönfußröhrlinge. Ja, und hier sind sie wieder, nicht? Die Schwindlinge. Wieder ein Knoblauchschwindling. Und wer unsere Videos kennt, der weiß, wir sind große Fans. Das ist ein langstieliger Knoblauchschwindling. Und kann man dran riechen, wir machen das jetzt mal. Ja, und hier ist ein rotbrauner Milchling. Und das hier ist natürlich ein richtiger, schöner Würzpilz. Natürlich nichts zum Essen, aber zum Würzen gibt eine schöne Knoblauchgeschmack. Und so ein paar dürfen mit in den Korb. So, und jetzt gucken wir mal. Also es macht wirklich Spaß heute hier im Wald. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja denken, ich bin im Land der 7 Zwerge bei den 7 Bergen. Also hier gibt es Ameisenhaufen. Das muss man sich mal anschauen. Also guckt euch sowas mal an. Die Dinger sind 2 Meter groß. Wahnsinn. Meine Lieblinge auch in Mengen. Also wirklich hier die Frauentäublinge gut zu finden, gar kein Problem. Ich hätte meinen Pilzkorb schon voll, hätte ich alles mitgenommen, was ich an essbaren Pilzen bisher gesehen habe. Halbe Stunde hätte es gedauert. Ja, also wir werden jetzt hier ganz selektiv sammeln. Ich nehme mir die wirklich kleinen und schönen mit und wir genießen zusammen einfach eine wunderschöne Pilztour und das hat echt auch eine Weile gedauert. Wunderschön im Schwarzwald im Moment. Das erinnert mich echt ein bisschen an meine Kindheit. An Maronen überall. Wahnsinn. Also hier die nächste kommt hier aus dem Stumpf heraus. Da an der Seite. Ja, wunderbar. Und bei Maronen, ich schneide immer erstmal den Stiel so ein bisschen großzügig ab. Da sieht man gleich, ob sie madig sind oder nicht. Und hier sieht man so ein paar Maden. Jetzt gucken wir mal oben, machen so einen Tortenschnitt nicht und gucken, ob der Hut noch was ist. Wenn nicht, lassen wir den Rest hier, dass er sich trotzdem noch vermehren kann. Und das ist das, was ich meinte. Also man kann hier so eine Ecke rausschneiden. Und wenn man da die Maden sieht, na, wer will das zu Hause dann haben und putzen? Man hat den Pilz nicht zu sehr beschädigt und man kann ihn noch zum Aussporen im Wald lassen. Also wir sammeln dann doch lieber noch kleinere. Sie sind leider madig halt, aber es gibt genug. Also auch hier, wo man hingeht in diese Wälder, sie stehen voller Pilze. Massiv voller Reizker. Also Fichtenreizker ohne Ende. Frauentäublinge, noch und nöcher. Oh, hier ist wieder einer. Und wenn die so schön sind, dann nehme ich sie auch gerne mit. Wie gesagt, die werden dann, wenn die alt sind, sowieso nicht mehr so doll. Ich muss jetzt parallel das Messer aufmachen. Und in der Tat schneide ich die raus. Der Grund ist, dem Pilz ist das reichlich egal. Und dann kann man sehen, hoppala, komm her. Ich habe immer nur eine Hand frei. Ob der innen madig ist, nicht? Also der hier ist jetzt
nicht unbedingt mehr schön, aber eigentlich wahrscheinlich nicht bewohnt. Wir schneiden nochmal ab. Gucken wir nochmal. Ja, also hier ist der Stiel nur innen hohl. Und das ist ganz normal bei diesen Fichtenreizkern und Reizkern im Allgemeinen. Also, wir haben ja wieder klebrige Hörnlinge, große Reizkern, nicht? Also, die lassen wir gleich stehen. Das bringt nichts. Die Jungen, wie die hier, die sind noch eine Idee wert. Daneben haben wir auch alle Mengen von verschiedenen. Schaut mal hier, Rotfußröhrlingen. Wir sehen hier Rüblinge noch und nöcher. Also, wir gucken uns den noch mal an, ob der noch... Der sieht nicht schlecht aus. Ja, der ist, wie gesagt, innen hohl. Ja, das ist aber für die Pilze gar nicht ungewöhnlich. Ich schneide die Stiele dann zu Hause ab und brate die Hüte. Und die sind dann noch wirklich gut. Und jetzt gucken wir uns hier mal um, was es noch zu finden gibt. Also Reizker ohne Ende. Ich sammle heute einen bunten Korb. Jetzt schauen wir mal. Da oben, ach schaut mal, wir gehen noch zusammen hin. Schaut mal hier. Wieder ein Reizker. Frauentäublinge. Also hier ist ein Pilz wirklich am anderen. Das ist kein Frauentäubling, das ist ein rotstieliger Ledertäubling. Aber das ist auch in Ordnung. Darf auch mit. So, hier wieder ein wunderschöner Reizker. Der darf hier bleiben, da oben der nächste. Könnte man hier sofort treiben. Also ist kein Problem, hier ein paar hundert Pilze zu sammeln. Hier ist der Wald voll. Und hier der nächste Kandidat. Also ich bin ja ein Fan von Mischpilzen. Gerade wenn man so viele Maronen findet, dann schmeckt das dann oft sehr, sehr krass und sehr, sehr kräftig. Und da bieten sich solche Täublinge als Beimischung an. Zum einen natürlich, oh, der ist leider schon zu madig, schaut mal. Aber das ist ein Frauentäubling, bringen wir wieder zurück. Das ist dann natürlich ein sinnvoller nächster Schritt in die Welt der Pilze. Und hier natürlich auf Wegen zu finden, nicht? Ich finde wahrscheinlich mit einer der schönsten Farbtupfer im Wald. Schaut euch das an. Die lila Lacktrichterlinge. Ich finde die einfach wunderschön. Also die dürfen noch mit. Da darf man nicht ganz so viele ins Essen machen. Wie gesagt, extreme Schwermetallsammler. Aber wir sind hier natürlich in einem wirklich sauberen Bereich der Luft. Also da habe ich jetzt echt wenig Sorgen. Die Farbstoffe vertragen wir gut. Gibt keine Allergieprobleme bei uns. Und wäre auch seltsam bei den Pilzen, die wir essen. Und hier kann man schön nochmal die breitstehenden Lamellen sehen. Diese vertreten, immer irgendwie, ja, vertreten Stiele. Und die sind überall hier. Und ich nehme da mal so eine Handvoll mit in den Korb. Und die anderen, die sind einfach nur zum Genießen. Hier wunderschön, wieder einer. Es macht einfach Spaß heute. Und jetzt scheint auch noch die Sonne. Und während ich Pilze suche, sucht Pilzfrau Beeren. Ich sag ja mal Beerenfrau. Himbeeren. Sehr lecker. Wieder ein sehr guter Täubling zum Essen. Der fleischrote Speisetäubling kommt gerne in solchen Gruppen hier aus dem Boden. Und kann man hier ganz gut sehen, die zurückgezogene, verkürzte Huthaut. Hier so ein bisschen die, ja, fleischartigen Farben. Na gut, vom Zustand nicht mehr ganz so gut, also lassen wir sie stehen. Wenn die einwandfrei wären, sind das tolle Speisepilze. Aber wir haben heute hier wirklich die Wahl. Und da nehmen wir nur die Kleinen und lassen die Kameraden im Wald. Also ist wirklich alles voll mit Pilzen hier. Und wir erregen so ein bisschen Aufsehen hier, wenn wir im Wald filmen und Pilze begeistert sozusagen alles zeigen. Also, wenn ihr uns im Wald seht, kommt ruhig zu uns. Ist völlig in Ordnung. So, also hier die nächste wunderschöne Marone. Und ich hocke hier so da. Na, die wirkt leider dann doch schon... Ja, also man sieht leider doch sehr madig, nicht? Aber da ist schon der nächste. Also ich muss gar nicht weit laufen. Wunderschöner Frauentäubling. Und in den Nadelwäldern ganz typisch mit diesen lila Tönen, grünen Tönen. Und der merkt man schon beim Rausmachen, der ist noch richtig gut. Putz mal jetzt, der darf mit. Sehr gut. Da ist der nächste, also ist alles voll. Schönheiten im Wald. Wieder Frauentäublinge. Größer, bisschen grünlicher. Aber wenn man so viele kleine finden kann, dann dürfen die hier bleiben. Vermehrt euch. Es macht Spaß heute. So, und Pilzfrau schaut sich hier um. Wir machen gerade Picknick und Mittagessen. Und ich habe noch ein paar gesammelt. Nicht, hätte ich gewollt, der Korb wäre schon übervoll. Aber wir wollen natürlich die jungen und knackigen Pilze und nicht schon den Korb vollladen, bevor wir überhaupt mal irgendwie in den Wald gekommen sind. Also tun wir uns mäßigen und das reicht eigentlich schon für eine Mahlzeit.
Weiter geht's. Die nächste Marone. Wunderschön. Die sieht noch gut aus. Gucken wir mal. Also knackig ist die. Ich gucke immer jetzt erstmal, ob die Stiele unten fest sind. Und das ist hier so. Ja, aber auch der wieder madig. Also ich werde es jetzt lassen, hier Maronen zu sammeln. Die sind mir alle wirklich nicht mehr so schön. Hier wunderschöne schwarze, also breitblättrige Schwarztäublinge. Also da ist alles voll. Die könnte man essen. Hier wieder einer. Also ihr seht, einer am anderen. Die nächste Marone, ich habe schon gesagt, wir lassen die hier, wenn die so groß sind. Die kleinen sind auch ganz gut, die großen sind alle madig. Aber jetzt einer am anderen, es macht einfach Spaß. Da unten, der nächste Frauentäubling, jetzt seht ihr mal, wie es live ist. Also ich schneide jetzt nicht. Da ist wieder ein Frauentäubling. Ja, da hat ein anderer Pilzfreund vielleicht nicht gewusst, was es ist. Aber hier ist wirklich einer am anderen. Und diese Wälder sind so richtig feucht und nass, wenn man drauf tritt. Es macht auch einfach Spaß. Es ist richtig schön im Moment hier in diesen Wäldern. Einfach zum Genießen. Lila Lacktrichterlinge hier auf der rechten. Und wunderschön, diese Farben, nicht? Der klebrige Hörnling auf der linken. Und das geht hier überall so weiter. Also wenn ich ja wollte, ich hätte schon 3 Körper voll gesammelt. Die nächsten Lacktrichterlinge, alles voll. Und das ist einfach ein Traum. Heute hier im Wald. Da, wo die Sonne den Boden küsst, da ist echt was los mit Pilzen. Und wie immer an den Waldrändern ist es mit am schönsten. Und da kann man schon von hier die Pilze stehen sehen. Guckt, da schon wieder eine große Marone und noch eine daneben. Also das ist wirklich ein Massenauftreten hier. Das macht Spaß. Uiuiui, aber das ist auch ein bisschen eine Challenge hier. Also die sind super. Also das ist natürlich, ja, das geht kaum zu toppen. Da muss man ganz klar sagen, das bringt mal richtig Spaß. Und das wird Pilzrätsel Nummer 2. Also wahrscheinlich gibt es jetzt jede Menge Pilzfreunde, die gleich wissen, was das ist. Aber wir schauen es uns mal an. Fichtenwald und natürlich moosig. Schaut euch diese Burschen an. Jetzt machen wir mal einen raus. Müssen wir mal gucken. Drehen ihn rum. Na, dann habe ich einen kleinen erwischt. Schaut mal, wie spitzbucklig der aussieht. So, und jetzt gucken wir uns diesen an. Ich denke, hier sieht man es besser. So. Also, was ist denn das? In Mengen im Wald. So, drehen wir mal rum. Hände waschen. So, und dann haben wir hier, schaut euch das an, eine ganze Flotte davon. Massen. Ich bin mal gespannt, wer es weiß. Schreibt mir es in die Kommentare. Ich freue mich auf ganz viele Antworten. Es war eine mega Pilztour. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, über ein Abo unseres Kanals Unglaubliche Pilze. Und wenn ihr weiterhin unsere Videos schaut und empfiehlt. Also, wir sind hier im Wald, falls ihr uns sucht. In diesem Sinne, bis bald im Wald.